Angriff! Los geht's, auf ins Gemetzel! Willkommen zurück zu Mount Blade, Pferd und Schwert, Bannergraf. Willkommen, wir sind vor Venezia und wollen mal gucken, was wir so reißen können und belagern jetzt die Lappen einfach mal und gucken, wie es läuft. Und, ja. Das ist das große Geheimnis. Wir haben jetzt ein paar neue Begleiter dabei. Ich habe die Liste nochmal ein bisschen überprüft und habe gesehen, dass ein paar Namen nochmal umgestaltet werden müssen. Wir haben jetzt Rochus Sturm und Panzerpadawan dabei. Und auch Milor die Ziege, sehr bekannt aus einem anderen Universum. Sie kommt von einem fernen Planeten. Und, und es geht los. Auf geht's ins Abenteuer. So, belagert die Burg. Wir gucken mal. Ich mache jetzt nochmal einen Save. Ja. Hohe Literatur. Und auf ins Abenteuer. Ich bin gespannt. Also, so eine Stadt zu haben, wäre schon geil. Tatsächlich. Das bringt nochmal so einen richtig guten anderen Touch. Ich überlege aber, also wir können, glaube ich, auch nur gewinnen, indem wir das wirklich zu Grund und Boden schießen. Ich habe 554 Essen. Ich frage mich, ja, wenn dann richtig, ne? Oh, guck mal, die können ja selbst kaum bauen. Guck mal, ist das neu, dass die jetzt langsam die Dinger aufbauen müssen? Alter, wir bauen jetzt erst noch das Belagerungslager. Das Lager. Wer kriegt denn jetzt eigentlich die Punkte für die Belagerungsmaschinen? Na gut, ja, noch keiner. Guck mal, 142 und er greift uns nicht an. Ja, es sind halt nur Bauern. Es müsste aber machbar sein. Guck mal. Es ist schon fast even. Und wenn wir jetzt die Maschinen alle wegballern können. Scarlet, Speer. Alter, minus 1300. Also wie gesagt, wir brauchen die Burg tatsächlich. Ich meine, wir können sie auch plündern. Da steht dann, wie viel Geld wir kriegen würden. Ich weiß es gar nicht. Tatsächlich. Eine Sekunde. Ups. Oh, ich gleich. Okay. Entschuldigung, ich muss gerade was überprüfen. Okay, das ist das erste. Direkt in die Reserve. Wir können jetzt hier keine Truppen verlieren, weil unsere Katapulte kaputt gehen. Das wäre jetzt nämlich echt blöd. Tja, willkommen bei der Belagerung. Willkommen bei dem heutigen, bei der heutigen Folge der Belagerung. Wir belagern Venezia. Nein, nicht nur, weil da viel Geld drin steht, sondern weil es einfach nur voller Milizen ist. Eigentlich blöd, ne? Wenn die ja meutern würden. Ich meine, die wären so reich. Wie viel Geld in der Stadt wäre? Du müsstest ja eigentlich nur alle Häuser plündern, du wärst reich. Und so sieht's halt aus. Wer ist denn jetzt hier nochmal? Ja, Speer haben ja keinen. Das bin ja ich. Und, ne? Achso, entweder oder. Ja, das ist doof. Warte mal, dann habe ich ja gar keinen Speer. Muss das Friedel von der Fiedel erstmal machen. Aber Baumeister ist hier Dingens. Wolf vom Berg. Ach ja. Giuseppe. Guck mal da unten. Was soll das denn da unten sein? Sind das die Mauern? Die sind ein bisschen weit weg, oder? Glaube ich. Na, wir werden sehen. Wie auch immer sie geschafft haben, da einzugraben.
Komm schon. Wir haben noch was Besseres zu tun. Das ist wie bei Kingdom Come Deliverance, wo du dieses Trebuchet baust und es dauert einfach Jahrhunderte. Was aber cool ist, aber es hat auch echt lang gedauert. So, los geht's. Und bam! Man sieht halt nichts. Jawohl. Jawohl. Und da gehen die Katapulte. Weil das andere ist irgendwie da hinten. Ah, jetzt kaputt. Ich glaube, wenn wir die Mauern kaputt machen, ist das Beste für uns. Ich werde jetzt mal das hier zur Reserve und dafür ein richtiges Katapult reinbauen. Nee, wir bauen die nicht hier. Das nicht. Nee, obwohl, scheiß drauf, wir machen wieder das Trebuchet rein. Wir brauchen die Firepower. Ach, guck mal, die Mauern sind schon, sind schon im Arsch. Ist das geil. Boah, jetzt überlege ich gerade. 410 haben die. Also wenn ich es doch schaffe. Nochmal speichern. Okay, die Mauern sind im Arsch. Wenn wir jetzt mit den Katapulten dann außen stehen bleiben und erstmal reinzimmern, ohne... Wie die Gestörten. Ein paar Betsys über die Mauern schießen. Also wir haben echt nur diesen einen Angriff, ne? Danach sind wir bankrott. Bankrotto. Aber ich meine, die Stadt müsste schon 1000 abwerfen. Wahrscheinlich. Katapult Nummer 1. Normales Katapult, sollte aber reichen. Sehr schön, sehr schön. Machen wir noch eins. Wir wollen auf Nummer sicher gehen. Das sind die... Ist ja die Streumunition, die ist ja auch super. Die kriegen halt immer mehr Leute, aber das kann ja nichts sein. Okay, machen wir 3 Katapulte. Okay. Oder sollen wir auf sicher gehen? Ne, machen wir jetzt mal 3. Ich will es jetzt spielen. Ich will es jetzt spielen! Geil! Okay. Oh mein Gott, es geht los. Alter, und was war deine erste Stadt in Europa 1100? Ja, Venedig. So, die Witch-Bitch-Stadt überhaupt. Ja, sieht nicht so aus. Aber na gut. Okay. Jetzt haben wir hier natürlich das Problem, dass ich bei der Verteidigung... wisst ihr noch, wer für was war? Oh Mann. Dass ich hier nicht sortieren kann. Ich überhaupt einen Bogenschützen? Achso, warte, ich bin noch da drin. Oh, egal. Na gut, machen wir es jetzt mal so. Also. Nee, warte, ich. Ich mach das lieber so. Die Infanterie muss erstmal hinten bleiben. Und los geht's. Oh mein Gott, es ist Altmar McWalter, der irische... ist nicht eingefallen, der Unfassbare. Er hat es vergessen zu sagen. Er ist... Ach guck mal, das sind niedrige Mauern, das ist ja gut. Los, schick den Dildo-Dowser. Das ist ein Insider. Also nicht wundern, das ist aus einem Film. Alter, ich verliere aber jetzt schon ein paar. Jawoll! Oh, Kaich aus dem Norden ist auch weg. Das ist ärgerlich. Jetzt müssen wir... Boah, Alter. Ach, guck mal, die stehen da vorne. Was ist denn los? Die greifen an. Das ist ja bescheuert.
Scheiße, okay. Warum stehen die denn da vorne? Ich kann die auch nicht wegschicken. Irgendwas stimmt da nicht. Das ist schon ein bisschen komisch, aber ich kann jetzt nicht Rücksicht nehmen auf meine paar Bogenschützen. Die greifen an, das gibt's ja nicht. Ja! Nee, das ist keine Option. Go! Jetzt anzugreifen ist keine Option, nein. Geht weg von dem Katapult! Der Beste macht's! Weg da, du Lappen! Schöne Grüße von den irischen Inseln. Jawoll, so geht das. Wir können jetzt einfach noch nicht angreifen. Das geht einfach noch nicht. Komm schon, Jonathan. Feuer! Ah? Jawoll. Ja, der Rambock, dann ist das halt so. Dann schieben wir den halt jetzt dahin. Ich kann ihn nicht davon abhalten gerade. Das geht nicht. Ich glaube, noch einen Ticken weiter können wir tatsächlich. Machen wir so. Ah, ich glaube, wir müssen immer noch ein bisschen nach links, rechts. Die anderen Katapulte schießen auch nicht. Oh Mann, Belagerung in diesem Spiel, ne? Ist egal, ob wir Vanilla spielen oder Mod, es ist immer gleich Kacke. Na gut, ne? Ein Plan funktioniert so lange bis zum ersten Feindkontakt. Wie war das? Guck mal, ich krieg Baukunst, weil ich hier mit Leute töte. Das Problem ist, unsere Katapulte bringen gerade irgendwie nichts. Bisschen doof. Das ist schon ein bisschen doof. Nee, ich glaube, wir müssen. Okay. So, take over command! Jetzt greifen alle an. Everyone under my order! Sergeants, take command! Na gut, dann geht's los. Dann gehen wir mal rein, oder? Ich bräuchte jetzt einen Helga-Zweihänder, dann würden wir das Ding alleine einnehmen. Jawoll! Und nochmal. Sehr schön. Komm, einer ist noch drin. Und los geht's. Und auf ins Vergnügen. Ich glaube, ich brauche einen Eineinhalber. Ja. Ich glaube, wir gehen auf einen Eineinhalber wieder. Ich glaube, das wäre eine Idee. Das kann ich auf dem Pferd gut benutzen. Jetzt hoffen wir einfach, dass unsere Leute das packen. Pansen, nein! Du warst doch noch so jung. Nein, die werfen Steine, das gibt's doch nicht. Nächster Freundchen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, wie viele Bogenschützen, guck mal. Das war's, ich hab verloren. Okay. Plan B, wir lassen sie aushungern. Ich muss jetzt noch Screenshots machen, Sekunde. Okay, wir laden und lassen die aushungern. Daran hatte ich gar nicht gedacht, tatsächlich. Das habe ich total vergessen. Aber jetzt haben wir es probiert. Ich hätte es wahrscheinlich sowieso probiert. Also, wir haben noch 12 Tage und wir haben 84 Tage.
Ich glaube, 12 Tage. Oh Mann, das wird ja übel. Okay, los geht's. Können wir hier nochmal einen Katapult machen. Also Rambock würde ich nicht nochmal mitnehmen. 246, 227. Das macht halt keinen Sinn, warum die keinen Konterangriff führen. Ne, das habe ich schon mal bemängelt. Aber ich glaube, die haben halt nur Milizen. Ich glaube, die können das nicht. Wir machen jetzt nochmal einen Angriff. 209. Ich kann noch einen Tag warten. Das ginge noch. Dann machen wir es am nächsten Tag. Jetzt geht's los. 210. Beverly Hills 20. Wie war das? So, los geht's. Vielleicht kommt die Musik jetzt auch mal wieder. Wir werden jetzt einfach loslegen. Jawoll! Nein, Pansen! Jawoll! Alter, guck mal, die stehen sogar Schlange mit den Steinen an, ich dachte schon. Angriff! Los geht's! Auf ins Gemetzel! Ne, wir haben viele Pfeiltote. Das ist halt scheiße. Mit einem Dolch am Verteidigen. Die wollen auch da hoch. Jawoll! Scheiße. Das sieht nicht so gut aus. Auf der anderen Seite sieht es besser aus, glaube ich. Sind ihre Abos-Schützen total scheiße. Ich weiß halt nicht, was ich machen soll tatsächlich. Weil unsere KI läuft einfach viel zu einzeln rum. Ich sehe mich schon wieder sterben hier. Jawohl, sehr gut. Die sind ganz komisch. Auf der anderen Seite sind wir auf jeden Fall drin. Okay.
Rangehöpf, los! Neue Gefine. Ich brauche halt eine Waffe mit mehr Impact. Ein Schwert ist halt ein Schwert halt, weißt du? Ist halt schön ein Allrounder für alles, aber keine spezielle Waffe. Tatsächlich ist der Speer im Multiplayer richtig cool. Wir haben es geschafft! Wir haben Venezia! Heute Venezia und morgen die ganze Welt! Unfassbar! Bisschen unspektakulär, oder? Irgendwie, für meine Verhältnisse. Wunderschön. Ja, irgendwie, man hört gar keinen Gejubel, weil es einfach so wenig sind. Ja, Milizen. Ha, first try. Guck, beim ersten Versuch haben wir direkt das Ding eingenommen. Sehr schön. Bist du auch Wurm genau? Okay. Oh, haben wir direkt noch was zum Auffüllen. Gefangenen verkaufen wir alle. Die haben nur Müll, aber ist egal. Venezia gehört euch. Ich glaube, wir können gar nichts entscheiden, oder? Welcome to Improved Garrison's Tutorial. This tutorial will explain the basic features of Cancel Tutorial. So, zerstören, plündern, Gnade zeigen. So. Plündern würde uns bringen. Guck mal, wie lächerlich. 1339. Es ist, was ist das für ein Verhältnis? So. Da sind wir. Guck mal, Levan der Räuber. Was hat der denn? Können wir auch direkt mitnehmen. Right. Verkaufen. Und jetzt machen wir schon mit der Siedlung 734 und die war die ganze Zeit belagert, ja? Jetzt müssen wir auf, jetzt brauchen wir eigentlich einen Statthalter. Stadtverwalten. Und wir bräuchten eigentlich einen, der dafür sorgt, dass wir... Treue minus 5. Kultur des Besitzers. Ja, ist ein Problem. Aber was ist das hier bitte für eine Kultur? Das ist noch schlechter. Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich eine einfache Methode habe, das gerade rauszufinden. Okay. Keiner ist besser. Wir bauen gar nicht. So, dann... machen wir mal so ein bisschen halt rein. So, okay. Und dann Fest und Spiele. Dann müssen wir kurz mal handeln, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen. Okay, und warten. Jetzt müssen wir halt hoffen, dass wir das halten. Besitzer, Fraktion, Kultur, Italien. Also die haben auch eigene Kulturen, aber wir haben keinen Italiener, glaube ich. Und ich wüsste jetzt nicht, wie ich das schnell herausfinden kann bei meinen Leuten. Steht hier irgendwo Kultur? Nee. Oh Mann, wo kann ich denn das jetzt schnell herausfinden?
Oh, das ist aber doof. So. Gut, da müssen wir jetzt mal ein bisschen warten. Das ist jetzt alles ein bisschen unspektakulär, aber das ist halt wichtig. Damit wir hier ein bisschen plus machen. Jetzt haben wir immer noch Minus, aber der Wert steigt von der Stadt. Und da können wir auch direkt mal hier ein bisschen... Ich meine, jetzt können wir auch hier die Workshops starten. Was haben wir denn da? Ist das Salz? Salz? Rohseide? Gehört das auch zu Venezia? Nur Ferrera und Pula. Das ist aber doof. Korn. Aber Padua ist halt Seide. Das ist gut. Padua. Ich meine, das ist Venezia, ja? Ich meine, wir müssen eigentlich Dingensbummens holen. Konstantinopel. Weil, das ist doch eigentlich die reichste Stadt hier, oder? Noch. Noch. Hier finde ich das raus. Aber dann müsste ich ja erst... Aber dann... Das rauszufinden ist ja wirklich scheiße. Dublin. Verhältnis. Kultur Arab. Okay. Ja, das ist doof. Ich glaube, das wird zu nix. Ah, guck mal. Ja, Treu ist sehr instabil. Wir haben auch gar keine Garnison. So, jetzt müssen wir nämlich das mal ändern. So, jetzt gehen wir zu... Da, das ist das Fenster, was wir brauchen. Recruit from Region. Und, lass mal den Standard. Okay. Weiter geht's. Seltsam rekrutieren. Ah, noch ein Miliz haben wir. 123 plus 2. Sicherheit steigt. Garnison 19. Sehr gut. Geld plus 273. Und wir haben eine volle Armee. Geil. Genauso muss das sein. Endlich. Mein Verhältnis zu Simone, der Baumeister. Ist das Ding jetzt? Müssen wir die Stadt erstmal befestigen, weil die Mauern sind ja noch kaputt. Das wird jetzt ganz schön tricky. Aber wir müssen jetzt hier warten. Und dann müssen wir die letzten Rebellen noch platt machen. Das Gute ist, jetzt haben wir auch einen Ort, wo wir unsere Sachen lassen können. Unsere Rekruten, unsere Soldaten und so. Ja, guck mal. Sehr gut. Sehr schön. Ist halt kein hohes Einkommen, aber es reicht. Mehr Gold brauchen wir ja gar nicht. Ich weiß ja nicht, wie lange wir die haben werden, aber so lange wie es geht hoffentlich. Achso, der Venezia Port gehört uns jetzt auch. Jetzt müssen wir eigentlich... Die ganzen Schiffe mal hier hinholen. Ich habe nur vergessen, wo die waren. Bin ich bei Wo bin ich denn gelandet überhaupt nochmal? Oh Mann, ich habe es vergessen. Komm, wir versuchen mal, die jetzt anzugreifen. Irgendwie noch mehr Leute verloren? Beide, sehr gut. Oh, jetzt haben wir noch eine Feldschlacht, das ist doch gut. Dann haben wir die auch. Das sind aber bestimmt nicht die letzten. Und dann muss ich mir eine Liste machen, wer was anführt. Das ist ganz wichtig.
Ja, ich muss das unbedingt anpassen. Wo wollen die hin? Wollen die fliehen? Los geht's! Auf ins Abenteuer! In den guten alten Bannerlord-Spielen wärst du jetzt schon vom Pferd geholt worden, meine ganzen Bogenschützen. Bei Mountain Blade Warband zum Beispiel. Ja, sehr gut! Haut sie weg! Und da kommen sie schon. Horseman, move! Ich glaube, die kommen nicht lebend an. Sie schicken auch ihre... Voll ins Knie. Und los geht's. Ja! Oh, tut mir leid, du hast was verloren. Oh, der, oh, oh, boing, boing. Wer ist denn Stefano? Hat er... Sehr schön. Enough. Ach, der. Sehr gut, sehr gut. Dankeschön. Jetzt können wir auch mal wieder die Begleiter ausstatten. Oh Mann, das wird voll das, das wird voll das Unterfangen. Aber die, Rebellen sind immer noch nicht ausgelöscht. Philipp der, die Glorreiche, Entschuldigung. Philipp der Glorreiche, wollte ich sagen. Sieht's hier aus? Treue 34 ist gleich geblieben. Sicherheit ist noch zu low. Ich habe noch keinen italienischen Statthalter. Wenn die Miliz steigt, das kostet ja auch. Das ist immer so ein Problem. Gut, dann warten wir erstmal hier. Gut, Leute, das war die Belagerungsfolge. Ich werde die wahrscheinlich ziemlich zusammenschneiden oder geschnitten haben, weil nun mal das alles ein bisschen sehr langwierig war. Aber wir haben jetzt eine Stadt. Wie lange, weiß ich nicht, aber wir können jetzt uns erstmal finanziell festigen und glücklich sein. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge mit Bannerlord. Ihr seid die Besten. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Thank you.